Also begleiten und begeistern tut mich die Musik von Brahms seit meiner frühesten Jugend, hat mich immer in ihren Bann gezogen, zieht sich wie ein roter Faden durch mein musikalisches Dasein. Ja, und heute fasziniert es mich ganz allgemein, mich mit dieser Klangkultur bei Brahms auseinanderzusetzen, zumal ich eben auch im Rahmen meiner Lehrtätigkeit immer wieder feststellen kann und darf, dass die Auseinandersetzung mit diesen Werken den Klangsinn unheimlich schult, formt und nach vorne treibt. Meine Lieblingssonate ist die D-Moll-Sonate. Aber sicherlich auch unbegründet, weil wenn ich an die G-Dur-Sonate denke, ist auch wunderbar. Der letzte Satz, Clara Schumann hat sich gewünscht, mit diesen Klängen ins Jenseits hinüber zu gleiten. Ein wunderbarer Satz eigentlich. Man kann sich das sehr gut vorstellen. Also ist ganz schwierig, was eine besonders hervorzuheben. Oder auch der letzte Satz der A-Dur-Sonate ist ein Traum. Aber wenn ich direkt angesprochen werde und mich für eine entscheiden müsste, dann wähle ich persönlich die D-Moll-Sonate. Ich denke, die Ausbildung der Technik der linken Hand und die Ausbildung der rechten Hand, also der Klangfindung, sollte immer parallel laufen. Von daher würde ich nicht sagen, das eine ist für den Anfänger, das andere, Paganini-Capricen, spielst du später, Brahms kannst du schon früh spielen. Ich denke, es sind so verschiedene Anforderungen, die da gestellt sind. Ich finde, dass es parallel laufen muss. Ich kann durchaus sagen, jemand spielt gerade Brahms-Sonate, spielt aber trotzdem auch in Anführungsstrichen schon Paganini. Dann ist er in einer perfekten Situation, er trainiert seine linke Hand, aber er vergisst den Ton nicht. Bei den Brahms-Sonaten ist es also wirklich dieser Klangsinn, der geschärft wird, eben gerade weil die Virtuosität nicht diese Rolle spielt für die linke Hand. Also das kann man eben, wie ich schon sagte, ja relativ früh vom Blatt spielen, dass man sagt, ach, das geht doch eigentlich alles schon recht schön. Aber der Klang, da ist also dann oft eine Riesendiskrepanz. Mit viel Geduld an ihrer Bogentechnik zu arbeiten, eben Klangfarben zu finden, Bogengeschwindigkeiten auszuprobieren, Kontaktstellen auszuprobieren. Also es ist sehr viel Geduld, die man braucht, aber man wird belohnt. Das Besondere an dieser Stelle ist, dass Brahms diese für ihn sehr typischen An- und Abschwellgabeln an parallelen Stellen unterschiedlich setzt. Jetzt könnte man natürlich auf den ersten Blick sagen, da ist was, es war eine Nachlässigkeit, ist was passiert. Kann man aber bei Brahms nicht sagen. Man weiß, dass Brahms seine Notentexte sehr, sehr genau korrigiert hat. Also wenn er das unterschiedlich geschrieben hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass er diese Belebung des Tones sehr variabel haben möchte. Wunderbarerweise ist es im Urtext auch nicht angeglichen, diese Stellung, was uns Geigern, uns Musikern die wunderbare Möglichkeit eröffnet, zu experimentieren. Ich habe es tatsächlich immer aus der Henle-Ausgabe gespielt, kenne auch andere Ausgaben, einfach aufgrund der Tatsache, dass meine Schüler natürlich leider hin und wieder auch mit anderen Ausgaben ankommen, bin dann aber nicht begeistert und wir unterhalten uns dann auch darüber, was einfach der Vorzug ist, wenn man wirklich Urtext spielt. Und tatsächlich auch diesen Urtext, weil ich auch für mich Unstimmigkeiten in anderen Urtextausgaben gefunden habe.